Und los geht's, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt mit dem Gusur. Und ich mache es aber trotzdem wieder ein bisschen leiser, sonst ist es ein bisschen too much. Weil wenn ich mich dann freue, dann geht das wieder laut und dann ist das alles scheiße. So, ho. Raphael 2, waren wir da schon? Müssen wir mal gucken. Na, das, komm, das war jetzt nix. Raphael, für dich, das ist nix. Das wollen wir nicht sehen. Jago. Ja, hier. Ja, go. Go, go, go. Kann man dazu nur sagen. Ja, da kann man dann wirklich sagen, ja, den wollen wir haben. Klar, alles so nach und nach. Genau, langsam rangetastet. Richtig cool hier mit den Bogies. Wenig Bogies, viel Gewinn. Das kommt mir dann auch in den Sinn. Ja, wir haben noch einiges. Ich würde auch sagen, Rathaus vollkommen egal, vollkommen Banane, richtig gehandelt. Ja, da muss ich dir vollkommen, recht geben. Dann von der Seite probieren, mal gucken, was du noch in der CB hast. Die hast du noch in der Hinterhand. Das wäre noch eine interessante Sache. Ansonsten vollkommen richtig. Probieren und hier das Gold ziehen. Luckys, ah, schade, da waren gerade die Luftabwehren. Ja, weiß man manchmal nicht. Schade. Hätte genauso auch noch laufen können. Das war ärgerlich. Da wäre man natürlich dann hier besser hingekommen. Aber ihr wisst ja selber, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Kennt ihr doch alle. So, Nico haut auch noch einen raus. Ja, auch cool. Aber auch gebartscht und wenig Truppen gehabt. Da ist natürlich dann die Möglichkeit wirklich... hier, sehr geil. Sehr geil. Er hat gewusst, was er macht. Hier, er hat nicht viele Luckys. Er hat sie nicht viel. Aber hier ist auch richtig Glück. Hier ist richtig Glück, dass er wirklich außerhalb der Range ist. Aber wirklich mit wenig Truppen dann noch sowas zu reißen und zu gucken, was geht... Cool. Immerhin. Doch, immerhin. Das hätten andere komplett versägt. The Best. Mal gucken, ob er wirklich hier The Best abliefern kann. Nee, das reicht leider nicht. Das ist zu wenig. 850k aus. Also 900 zu ziehen und dann nur 50 stehen lassen. Läuft, Junge, läuft. Du hast einen Drache. Da gucke ich natürlich gleich nach der Luftabwehr, logischerweise. Da haben wir noch eine Luftabwehr und danach könnte man den Drachen schon, beziehungsweise drei Drachen, so sieht es aus, aber Einser, die halten natürlich noch nicht so viel aus. Aber wenn die Luftabwehren weg sind, dann ist das eine Sache, die eventuell ganz interessant werden könnte, auf jeden Fall. Aber dazu muss man natürlich erstmal rein. Weil hier jetzt zu spammen und zu sagen, naja, der wird garantiert die Luftabwehr kalt machen, das wäre ein bisschen hart. Das glaube ich nämlich, dass das nicht funktioniert. So, jetzt sind wir mal langsam gespannt hier auf die Dragons. Ich würde mal sagen, hier in dem Bereich, wa? Ja, okay, du hattest einen Rage und du hast auch einen Heal. Das stimmt, die könnten dir hier jetzt den Arsch retten. Ja, okay. Aber Junge, da hast du auch echt Glück gehabt, würde ich sagen. Dass der... Ich meine, noch können wir nicht von Glück sprechen, aber ich, ja, da gerade so. Echt, das ist... Das hätte in eine Hose gehen können. Natürlich jetzt super schön, logisch. Aber das hätte in eine Hose gehen können. Ah, jetzt außerhalb der Range sogar noch. Jetzt drinne.
ich wäre von oben gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre von oben gekommen. Mir wäre das einfach ein bisschen zu heiß gewesen, die Nummer. Machen wir mal ein bisschen schneller. Da hast du leicht Glück gehabt hier, dass die dich hier nicht weiter angehen. Jetzt der King halt, klar, jetzt gehen sie alle. Das ist natürlich Glück gewesen hier. Und dann natürlich, klar, die Zeit. Irgendwann ist halt auch mal die Zeit zu Ende. Cool. Aber das waren nicht 850. Ich bin der Meinung, das waren 750. Aber egal, kann ja auch, wollen wir jetzt nicht drüber streiten. Go wipe. Gucken wir mal. Klar, Town Hall wegballern. Ja, hier seht ihr halt eben wirklich, wie die sich komplett auf die Golems setzen. Und das habe ich ja jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, dass man vorher wirklich alles hier cleanen muss, bevor die wirklich mit den Packers losgehen, weil sonst hast du das Problem, dass der Packer wirklich außen rum geht. Golems leben immer noch und immer noch geht alles auf die Golems rauf. Hier, ja, okay, jetzt wurde der Magier gekillt hier. Ist ein guter Angriff. Der lief echt gut. Der ist richtig, richtig schön. Den konnte man, also den, ja, den kann man halt wirklich richtig gut zeigen. Weil mir hat es wirklich gut gefallen, wie du das gemacht hast, wirklich, wirklich die Golems halt wirklich außen gesetzt. Dann sind die wirklich rangelaufen, bam, 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 bam. Hier managen wir noch ein bisschen was. Und dann halt eben Jumpspill. Und dann die Packers wirklich schön. Zwei sind zumindest rein. Der dritte war ja dann außenrum. Cool. Auf jeden Fall. Guter Angriff, fand ich gut. Dode. Nicht Dude, sondern Dode. Reicht uns nicht. Und das war's das? Nee, das war's noch nicht. Ich möchte euch ja wieder ein bisschen zeigen hier, wie gesagt, wie es jetzt mit der Base aussieht. Ich stehe jetzt so ein bisschen zwischen den Fronten. Die Sache ist die, ich will ja eigentlich wieder was forschen, aber eigentlich möchte ich ja auf jeden Fall meinen dunklen Bohrer hochziehen, weil ich halt wirklich meinen King dann langsam mal auf Level 1, also ich will ihn ja anfangen lassen mal zu leben. Und ja, dann hat man halt wirklich nochmal den King. Oh, okay, kann man nochmal einen ganz anderen Gegner angreifen. Beziehungsweise nochmal ganz anders loslegen. Bei der gleichen Gegnerstärke. Schauen wir mal hier. Bin ich schon so low wieder mit den Trophäen runter? Oh, das ist cool. Das ist cool. Ja, da machen wir hier. Hier wäre es natürlich cool, Multitouch, aber gut, hier zack, 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 außenrum noch ein paar Bogies, hier genauso, gucken wir mal, zack, und dann außenrum wieder ein paar Bogies, die ein bisschen gesaved werden und dann aber jetzt auf jeden Fall wichtig, die 50% zu ziehen. Und jetzt sehe ich gerade hier auch noch, hier ist ja ein bisschen was noch am Alex. Unten eventuell reingehen. Ja, der Minenwerfer ist vielleicht noch auf was anderes gefixt. Dass der noch total auf was anderes abgeht. Und die Kobis da durch können. Das wäre cool. Ach komm, dann probieren wir es ganz. Ich meine, das bisschen habe ich jetzt hier auch noch. Ja, genau. Dann gehen wir ganz ran. Ziehen wir den mal ganz die Hosen aus. Und sagen, hey, du Klapperklaus. Ja, cool. Ich würde es auch noch nicht als Overkill bezeichnen, weil es halt kein Overkill ist, finde ich. Das ist so gut gelaufen. Das war nett. Der war okay.
Hier, wie gesagt, noch keine einzige dunkle Truppe ausgebildet. Wird auch, wie gesagt, nicht passieren, weil der King halt kommen muss und fertig aus. So, zack, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wie gesagt, wird nicht gemacht. Und eben auch wieder, ihr seht es wieder nicht irgendwas geblitzt, weil halt wirklich das Alex gespart wird. So, ich wechsle wieder in den Clan und das soll es auch wieder von mir gewesen sein. Jo. Achso, nee, ich. Doch, das war's. Reingehauen. Ciao, ciao.